ein Train Controller Tutorial. Ja, und einer Fortsetzung, denn im letzten Tutorial, der Nummer 64, haben wir uns diese dargestellte Flip-Flop-Schaltung gebaut. Das heißt, im 1-Sekunden-Takt wechselt der eine Bahnwärter zum anderen und es fängt ein Blinken an. Was können wir eigentlich nun damit anfangen? Wir haben die Schaltung gebaut und wir haben uns aber dann keine Gedanken mehr gemacht und auf heute vertagt, was wir damit anfangen können. Und da zeigen wir jetzt einfach mal kurz ein paar Beispiele. Als erstes Beispiel habe ich jetzt hier einfach mal eine Weiche ins Gleisbild gelegt im Editiermodus. Die Weiche heißt einfach auch Weiche und soll einfach jetzt über die Flip-Flop-Schaltung hin und her geschalten werden. Dazu gehe ich als erstes in den Bahnwärter, in den ersten, den haben wir Flip genannt. Und hier sagen wir einfach in der Operation, er soll hier diese Weiche nehmen und er soll sie nach links schalten. Dann gehen wir in die Flop, in den Flop-Bahnwärter hinein, sagen auch, er soll die Weiche nehmen und er soll sie gerade schalten. Und jetzt kann ich hier wieder aus dem Editiermodus hinausgehen, starte die Flip-Flop-Schaltung und ich sehe, im Sekundentakt schaltet jetzt die Weiche hin und her. Das würde man um Gottes Willen mit einer echten Weiche natürlich nicht machen. Man könnte so zum Beispiel Decoder testen. Ich teste so oft immer wieder auch Eigenbaudecoder, dass man einfach verschiedene Signalbilder vielleicht darstellen kann oder dass man testen kann, ein spezieller Eingang soll ein- und ausgeschaltet werden. Man kann auch so mal ohne weiteres Belastungstests oder Dauertests für Decoder machen. Gerade Decoder, die große Aufgaben haben im Beleuchtungsbereich etc., die müssen mal so eine Nacht durchhalten und verschiedene Szenarien durch das Wechseln der DCC-Adresse, dann der Weichenadresse, durchhalten und abspulen. Und wenn sie das geschafft haben im Dauerbetrieb, dann erst kommt auch die Decoder-Serie unter die Anlage. Das wäre also ein Beispiel für eine Flip-Flop-Schaltung. Und wenn wir die Weiche mal wieder löschen, dann gehen wir mal in den Bahnwärter Flip hinein und im Grunde, man kann es erahnen, alles, was ein Bahnwärter an Operationen ausführen kann, kann man auch mit der Flip-Flop-Schaltung auslösen. Vor allem braucht man eine solche Flip-Flop-Schaltung, wenn es irgendwelche Aktionen sind, die Train Controller nicht von sich aus auslöst, sondern wo man immer wieder quasi einen Schubs geben muss. Die Dinge, die allerdings Train Controller mit Fleiß nicht von sich aus auslöst, haben auch oft einen Hintergrund, weil man einfach zum Beispiel ressourcenschonend das Programm lassen möchte oder ressourcenschonend auch vielleicht die CPU vom PC nicht unnötig belasten möchte. Deswegen sind mit solchen Schaltungen oder mit solchen Programmüberlistungen ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Man kann schnell endlos schleifen etc. bauen, dass das Programm dann vielleicht sogar zum Absturz oder zum Einfrieren bringt. Deswegen also man ist selber immer the master of disaster, das bitte immer im Hinterkopf behalten bei dem, was man tut. Manchmal aber rechtfertigt auch eine gewisse Informationsflut, die man vielleicht braucht. Manchmal rechtfertigt es aber auch zum Testen eine solches Umgehen des eigentlichen Programms, also das, was nicht vorgesehen ist, dass es automatisiert abgefragt wird mit einer Flip-Flop-Schaltung. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Und sowas wollen wir jetzt auch uns bauen. Nämlich, wir wollen mal einen Zuganzeiger bauen, der uns zeigt, wie viele Züge eigentlich momentan auf der Anlage fahren. Dazu werden wir nachher auch noch ein bisschen Blöcke und Gleise und Züge anlegen müssen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Flip-Flop-Schaltung. Und das erste, was ich dann baue, wäre ein Makro. Das Makro nennen wir einfach Anzeige. Hier kommt später eine Operation hinein, nämlich
dass wir über die Ablaufsteuerung wollen wir einen Zugriff auf die Variable haben. Gehen wir jetzt mal in die Variable hinein. Wir haben eine Variable, die heißt Test. Die könnt ihr auch einen sinnigeren Namen natürlich haben. Die ist vom Typ Zahl her auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt, dass diese eine Zuweisung bekommt. Und zwar vom Typ System. Und er soll jetzt zum Beispiel zeigen alle fahrenden Züge. Dann sage ich OK und gehe auch schon aus dem Makro Anzeige hinaus. Also jetzt jedes Mal, wenn ich das Makro Anzeige aufrufe, dann kann er mir, wenn ich das noch in einer Textvariable hier ausgebe, Anzahl fahrender Züge, und jetzt gebe ich hier die Variable ein, die wir brauchen. Wir haben nur eine, wie gesagt, ist Test jetzt nicht der beste und sinnigste Name, aber okay, was soll's. Und dann sage ich mal okay. So, und jetzt verlängere ich hier die Anzeige, dass wir auch was sehen. Anzahl der fahrenden Züge. Ich benutze noch gar nicht die Flip-Flop-Schaltung, die ist noch überhaupt nicht notwendig, aber ich baue hier schon mal einen Taster hinein, hinter die fahrenden Züge, und da würde ich ganz gerne eine Operation auswählen und sagen, er soll das Makro Anzeige aufrufen. Da kommen wir aber später noch dazu. So, und jetzt, ich mache es in Windeseile, Sie kennen es aus der Kochsendung, ich habe was vorbereitet, ich baue mal schnell hier ein Gleisfeld für uns auf. So, ich habe schnell in Windeseile für uns ein Gleisbild gezeichnet. Da steht schon auch die Dampflok drin. Der Simulator ist, wie man sieht, gestartet. Und jetzt sage ich einfach mal, diese Lokomotive schicke ich einfach mal im Kreis auf eine Spontanfahrt. Mehr kann man nicht machen. Und wir sehen jetzt, die Anzahl der fahrenden Züge ist auf 0, obwohl hier natürlich eine Lok fährt. Wir haben auch vorher die Variable alles richtig und sicher zugewiesen und eingeteilt. Was jetzt fehlt ist, Train Controller hat jetzt keinen Auslöser momentan, der uns jetzt hier diese Anzeige quasi aktualisiert, der jetzt irgendwie einen Befehl rausschickt, um zu sagen, prüfe doch mal, wie viele Lokomotiven oder Züge gerade tatsächlich fahren. Also wir erinnern uns, ich habe auf diesen Taster hier das Makro gelegt, der eben jetzt diese Abfrage startet, und wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir, er zeigt jetzt genau, dass ein Zug unterwegs ist, und das ist ja auch richtig. Jetzt halte ich die Zugfahrt an oder die Spontanfahrt, und wir sehen aber, hier auch wieder aktualisiert sich die Anzeige nicht. Ich muss also hier jetzt wieder auf den Knopf drücken und dann sehe ich, wie viele Züge tatsächlich fahren. Für einen Echtbetrieb reicht vielleicht tatsächlich so ein Knopf aus. Er muss ja nicht immer ausgeführt werden. Wenn ich allerdings an unsere Flip-Flop-Schaltung denke, dann kann ich natürlich sagen, die Operation sollte tatsächlich sein. Ich kann es sogar in beide einbauen. Es reicht vielleicht sogar in einer, dass man sagt, er soll die Anzeige aktualisieren. Wenn ich jetzt den Ablauf nicht so oft stören möchte und ich sage, es reicht mir eigentlich alle 10 Sekunden oder so, dass sich die Anzeige aktualisiert, kann man natürlich auch hier in der Zeit, wie lange das Flip oder das Flop ausgelöst sein soll, kann ich hier auch in der Zeit natürlich noch die Sekunden ändern. Wir lassen es einfach zu Demonstrationszwecken jetzt auf einer Sekunde, gehen wieder zurück, sagen, die Zugfahrt soll weiter ausgelöst werden und starten das Flip-Flop, und ich sehe, jetzt geht hier die Anzeige auf 1, und in dem Moment, wo ich die Zugfahrt stoppe, ist auch hier sofort wieder die Anzeige auf 0. Wenn ich jetzt noch hier eine Diesellokomotive zum Beispiel einbaue und sage, sie soll in diese Richtung nun fahren, muss hier die Simulation auch wieder starten, dann zählt er hier auf 1 und ich starte jetzt die Dampflok in die andere Richtung und ich sehe, die Anzeige geht sofort auf 2 über.
Solche Anzeigen kann ich natürlich beliebig jetzt noch einbauen. Ich bin nochmal hier gegangen auf unser Makro und habe nochmal eine Variable angelegt, die da Test 2 heißt. Wir merken, mit dem Namen wird es nicht besser heute. Und kann hier einfach bei der Zuweisung nochmal auf System gehen und kann mir einfach diese Punkte, die da sind, zum Beispiel, wie viele aktive Weichenstraßen sind denn momentan geschalten, kann ich abfragen. Ich kann die fahrenden Züge mir ausgeben lassen, die Züge in Zugfahrten oder auch die aktiven Zugfahrten. Das machen wir vielleicht mal bei der zweiten Geschichte, dass ich einfach sage, ich möchte die aktiven Zugfahrten ausgegeben haben. Das ist also die Variable Test 2. Dann sage ich hier, okay, das wird alles in einem Makro, in der Makroanzeige abgefrühstückt. Und dann kann ich jetzt hier hineingehen und kann sagen, er soll auch die Anzahl der aktiven Zugfahrten ausgeben. Und das geht natürlich jetzt mit der Variable Test 2. Und jetzt muss ich hier natürlich genau das Kästchen etwas vergrößern. Und wenn wir jetzt wieder aus dem Editiermodus hinausgehen, nein, das war mal die Zugfahrten nicht auslösen, sage ich 0, dann starte ich hier eine Spontanfahrt, wenn ich auch die Simulation wieder starte natürlich, starte eine Spontanfahrt und starte auch wieder unser Flipflop, dann sieht man, die aktive Zugfahrten sind 1 und die Anzahl der fahrenden Züge ist jetzt natürlich auch 1 und wenn ich hier in die Gegenrichtung fahre, dann gehen beide Melder eben nicht auf 2, sondern Anzahl der fahrenden Züge sind 2 und die Anzahl der aktiven Zugfahrten sind 1. Das ist völlig korrekt, weil die Spontanfahrt ist eben eine Zugfahrt. Und ich müsste jetzt quasi im Fahrdienst leider Zugfahrten kurz generieren, und damit die dann hier hochgezählt werden. Das machen wir vielleicht mal bei einem anderen Video. Jetzt halten wir erstmal nochmal alles an. Es geht alles auf 0, das Flipflop stoppen wir auch und wir gehen in den Editiermodus. So, und jetzt wollen wir noch was machen, von dem ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass es funktioniert. Das liebe ich am allermeisten. Ich möchte nämlich jetzt noch eine Meldung hier hineinbauen, und zwar, ich möchte eigentlich wissen, was war das Maximum an fahrenden Zügen auf der Modellbahn, und dazu gibt es eine Variable, halt eine Variable, die habe ich schon angelegt, die heißt Test 3, und damit sind wir auch am Ende der Reise der neuen Namen für Variablen. Kreativer wird es heute wirklich nicht mehr. Und wie kann ich das hier jetzt herausfinden, was das Maximum ist? Also ich habe hier oben die Anzahl der fahrenden Züge, das war bis jetzt 1 oder 2. Und im Grunde muss ich jetzt hier den Maximalwert herausfinden. Dazu gehen wir einfach nochmal in unsere Makroanzeige hinein. Und hier müssen wir im Grunde nochmal auf eine Variable zugreifen, nämlich auf die Variable Test 3. Und die soll eigentlich eine Zuweisung haben, und zwar eine Variable. Und zwar greifen wir auf die Variable Test zu. Das kann auch gerne ganz unten stehen. Und in der Variable Test, was steht da jetzt drin? Wir schicken mal nochmal die Züge auf die Fahrt, starten den Simulator und Flipflops sollten wir auch starten, sonst stimmt es nicht. So, und jetzt sehen wir, die Anzahl der fahrenden Züge sind 2, die maximal fahrenden Züge sind momentan auch 2. Jetzt halte ich den Diesel an und jetzt sehen wir blöderweise, die Zuweisung ist 1:1 natürlich. Wir müssen da noch ein Gedächtnis einbauen oder vielmehr eine Überschreibklausel, dass
wenn weniger Züge fahren, dass das hier nicht überschrieben wird. Und das können wir mal mit einer Bedingung versuchen, mit der ich ehrlich gesagt auch noch nicht so viel gearbeitet habe, aber eigentlich relativ mächtig ist. Wir gehen hier mal nochmal in unsere Makroanzeige hinein und sagen hier keine Bedingung, sondern Voraussetzung, ich habe gerade Blödsinn geredet, die Voraussetzung hier, die soll eigentlich, also hier soll es erst wirklich weitergehen, wenn die Bedingung dafür ist, da war das Wort Bedingung, dass die Variable Test 3 jetzt hier müssen wir hier auf Ändern klicken, kleiner oder gleich, ich würde fast sogar sagen kleiner, genau, die Variable Test 3 muss kleiner sein als die Variable Test. Also wir spielen es logisch kurz durch. Es ist schon sehr, sehr spät. Die Aufzeichnung ist um 1 Uhr nachts. Also die Variable Test hat jetzt mal die Zugzahl 1 drin an fahrenden Zügen. In Test 3 steht die 0. Damit ist 0 kleiner als 1. Die Bedingung ist erfüllt. Wir schreiben 1 in die Variable hinein, in die Test 3. In Test werden jetzt zwei fahrende Züge erkannt. Variable Test 3 steht 1 drin, ist damit kleiner, wird mit 2 erweitert. Dann bleibt ein Zug stehen. In Test steht 1. Die Variable Test 3 ist nicht kleiner, also wird hier die Variable nicht verändert. Wir speichern das mal mit OK. Also die Voraussetzung wäre jetzt hier so geschaffen. Ich habe noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass das funktioniert. Wir testen einfach mal, was jetzt dabei rauskommt. So, die Züge setzen sich in Bewegung. Wir schalten wieder Flipflop ein und wir sehen Anzahl der fahrenden Züge 1,1. Das passt. Wir halten mal alle Züge an. Und ich glaube, es hat funktioniert. 0 und 1 bleibt stehen. Das war jetzt das Maximum unseres Tages bis jetzt. Jetzt lassen wir beide Züge fahren. Die Zahlen gehen dank Flipflop hoch auf 2. Somit ist es das Tagesmaximum. Ich halte jetzt alle Züge an. Alles geht auf 0. Und ich sehe, die maximalen fahrenden Züge sind 2. Das wird also jetzt nicht gelöscht und es bleibt mal so bestehen. Warum mache ich das? Ich kann dann einfach am Ende eines Tages mal sagen, wie viele Züge sind denn maximal gleichzeitig zum Beispiel auf der Anlage gefahren. Viele sagen, ja, wir haben 800 Züge, aber gleichzeitig können halt auf der Anlage leider bloß 3 fahren. Und das kann ich eben damit mal herausfinden. Wie viele Züge schickt Train Controller wirklich gleichzeitig auf die Anlage? Ich finde das total faszinierend, das mal irgendwie zu wissen, wie viele Züge fahren wirklich gleichzeitig. Es sind bestimmt noch viel, viel weitere Möglichkeiten damit gegeben. Die werden dann in einem weiteren, späteren Video noch folgen. Jetzt sind wir gleich bei 20 Minuten Videolänge. Ich glaube, das reicht auch erstmal, um jetzt einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie man mit einer Flip-Flop-Schaltung diese Werte errechnen und ausgeben kann. Ist doch mal nicht schlecht, mal ein bisschen mit Variablen und Bedingungen wieder gearbeitet zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr honoriert es mit einem Daumen hoch oder einem Abo. Da würden wir uns alle hier sehr drüber freuen. Dann gibt es auch weitere Videos. Vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.